Ah, schade. Achtzig wäre super nice. Ah, okay. Erstmal die. Und knallen die hier rein. So. Ist hier was Neues? Ja. Oh shit, nice. So. So weit, so gut. Halte ich die mal. So. Attacke. Oder, oder? Der Kunststore wurde aktualisiert. Du solltest vorbeischauen. Ich muss kurz gucken, welches wäre. Wäre dieser Stachel, ne? Ende. Kunststor. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke für dein. Wo ist es hin? Oder muss ich das noch craften? Oh. Oh shit. $5 umsonst ausgegeben. Shit. Besuch des offiziellen Kuhn and Friends Store. Na, ich verkaufe mal noch ein bisschen. Willkommen im Kuhn Store. So.
Auf Wiedersehen. Das soll er erstmal erreichen. Zum Spielplatz. Einer der Freedom Pals will was von uns. Okay, aber erstmal gehe ich zu mir. Ja, zieh nur den Schwanz ein, meine Box, was da drin ist. Und können wir weitermachen. Der kifft ja immer noch. Oh, hey, Schatz. Was für eine Nacht, oder? Vielleicht besser, wenn du dich... Links, hoch, rechts. Wohl. Ja. Ja, ja, mach das. Mach das ruhig. Hab eh grad Sturm, also. Euer tolles globales Finanzsystem steht in Flammen! Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Nein. So, komm her, Kitty Kitty. Zack. Meine schwule Katze Boogie streift so gern durch die... Instagram. Da, meine schwule Katze Boogie streift so gern durch den Wald. Sie ist so gern an der frischen Luft. Ich liebe sie so sehr. Okay. Einer der Freedom Pals will sich echt mit uns treffen? In der SMS stand es, wer dringend. Aber warum sollten die Freedom Pals mit uns reden wollen? Vielleicht ist das ja auch eine Falle. Ganz ruhig, Kuhn-Freunde. Ich bin nicht zum Kämpfen hier. Hallo, Toolshed. Lange nicht gesehen. Toolshed ist ein visionärer Gadgetmeister. Und ein verfickter Verräter. Hört mal her. Wunderarsch hat gestern Abend geholfen, meinem Dad den Schlüssel wegzunehmen. Wunderarsch, ich weiß nicht, warum du meinen Dad gerettet hast, aber ich schuld dir was. Das wollte ich dir nur sagen. Du gehörst zwar zum falschen Franchise, aber wenn du hier Hilfe brauchst, revanchiere ich mich. Oh, du denkst, Wunderarsch interessiert sich für dich? Du bist bei einem Loser-Pleite-Geier-Franchise mit einem Wichser im Rollstuhl als Chef. Wenigstens ist da kein fetter Handy-Dieb. Nicht der schon wieder. Timmy! Ist es euch nicht peinlich, dass ihr nur Spuren findet, wenn ihr sie klaut? Wo ist Dr. Timmys Telefon? Sorry, Freedom Pussies, aber diese Info ist geheim. Hört auf, gegen die Handelskammer zu ermitteln. Überlasst es den professionellen Superhelden. Ja klar, ihr seid die professionellen Superhelden. Nur leider haben wir schon einen guten Draht zu Netflix, Mysterion. Nein, habt ihr nicht. Doch, haben wir. Wir sind gerade im Begriff, die Humankind-Netflix-Serie zu starten, also... Oh. Timmy, nein, nein, lass das. Nicht. Hör auf damit, Timmy. Er will mir den Namen aus dem Hirn ficken. Sie haben keinen Draht zu Netflix. Die Freedom Pals haben mein Hirn vergewaltigt. Kauft euch diese Pädophilen. Moon and Friends sammeln. Freedom Pals antreten. Civil War 2 hat begonnen. Dummer Tage, oder? Ihr habt keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Ich kann nicht rüber gucken. Aber ich beende mal meinen Zug. Verlass mich auf dich. Hättest du gerne ein Schraubenzieher-Sandwich-Kuhn? Oh, du bist ein Werkzeug im Kampf für die Freiheit. Timmy! What? What? Yay, ihr dürft ein Spiel!
gegen Dr. Timothy zu kämpfen, ist ein gewaltiger Fehler. Mikroaggression! Schlag ihn! Eine durchaus angemessene Gewalteinwirkung. So. So sieht's aus, Pyjama Pals. Diabetes gefällt dieser Move. Zielsysteme online! Du steckst voller Überraschung, Tupperdose. Vielleicht auch voller Essensreste. Nein. Boom. Und blutet. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Und brennen. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Ne, das lassen wir mal kurz. Verkackt. Die haben überhaupt keine Chance. Diabetes-Time. Schaut alle her! Ich mag gleich was! Schaut alle her! Ja! Dummkopf! Schlagen wir die Pupsköpfe! Peng, peng, peng! Hast du dir in die Hose gepinkelt? Timmy! Pass doch mal auf, Craig. Sicher doch. Hier kommt dein Tod. Beeindruckend wie immer, Mysterion. Timmy! Megafaustschlag. Aua. Netter Trick. Das ist der Leck mich alle Trick. Vektoren berechnet. Angriffssequenz Aua. Beginnt. Überaus beeindruckend, Tupperdose. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Okay. Ich hab eine mit der stärksten Ultis. Du rutschst dich auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir wehtust. What the fuck? Zeig ihnen, was du drauf hast! Mysterion da. Ich bin dran. Du bist so, als hätte das richtig wehgetan. Dankeschön, Timme. Du spielst mir genau in meine Karten. Heil dich so viel wie du willst. Oh, er heilt sich nicht. Mach sie glatt. Platt, glatt, was auch immer. Megafaustschlag! Du und ich sind echt auf Augenhöhe, was das Schurkenversohlen angeht. Und blutet und ist tot. Wow. Tupperdose hält alles frisch. Wach auf, Super Craig. Bleib bei der Sache. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. So, Carmen. Los geht's, Furzlord! Dann mal los! Zu meinem Besten! Das habe ich kaum gesehen. Angriffsplan! Delta Gamma Willi! Oh shit! Ja, wir haben einen geschlagen! Ich kann nichts machen, das ist ein doofes Spiel! Du siehst ziemlich im Arsch aus. Ich bin dran. Du darfst
Shit. Shit, ich komm nicht zu mir. Okay, gegen Gift. Hey Craig, geht dein Kostüm noch lausiger? Meinst du, das juckt mich? Genau danach sieht's aus. Ah ja! Das wird wehtun. Ja! Ha, nimm das, Bitch! Diabetes ist kampfbereit! Ja. Leute, ich glaube, der Kuhn ist wirklich tot. Hab ich Pause? Schnappen wir uns die Waschbärfreunde! So. Ihr zieht mich mit rein und ich muss euch dann den Arsch retten. Keine Sorge, der Kuhn ist wieder da. Kuhn wird nicht mehr lange durchhalten. Na doch. Ich bin scheißgesund. Captain Diabetes mischt wieder mit. Ja! Ja! Ist okay, wenn du weinen musst. Ich bin richtig stark. Ich zeig's dir. Rückschlag gilt nicht. Menno, lasst mich alle mal kurz in Ruhe. Also los. So. Dann belebe ich mal wieder. Dankeschön. Wow. Schnapp uns nicht weg, Neuer. Nee. Nee, ich quäle mich lieber. Bringen wir es zu Ende, Wunderarsch. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Und Ace. Gehabt. Wir sehen euch im Spartenprogramm. Oh ja, jetzt haben wir euch zweimal in den Arsch getreten. Ihr seid nichts ohne Wunderarsch und das wisst ihr auch. Wunderarsch, mein Angebot steht. Ich schuld dir noch was. Und wenn du meinem echten Franchise beitreten willst, ruf mich an. Ja klar, ihr Luschen seid DC, wir sind Marvel. Marvel ist geil. Ihr kriegt doch nur Zack Snyder als Regisseur. Hey, das war echt gute PC-Polizeiarbeit. So nützt man Mikroaggressionen für sich. Komm wieder in den Brewpub. Wir reden dann über deine ethnischen Hintergründe. Okay. Okay. Doop, 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 doop. Deck dich ein. Willkommen bei Freeman's Tacos. Das bringt deine Miete in Ballon. Bitte sehr. Sehr. Ja. Pass auf. Oh shit. Ich hab 40 war das, ne? Ja, die mittlere macht ja auch keinen Damage so. Also kann ich ja gerne bei dem hier bleiben.
Kann man auch mehrere craften. Warum muss ich jetzt dreimal... Ja, Julia. Das reicht auch erstmal. Auf dich auf, Superheld. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Ah, hier war ich schon. Euer tolles globales Finanzsystem steht in Flammen! Kann ich von Nutzen sein? Läuft gut, Wunderarsch! Wir sehen uns. Jo. Guten Tag. Du hast Potenzial. Schön, dass du in der Stadt bist. Reden wir jetzt über deinen ethnischen Hintergrund. Finden wir mal raus, was genau du bist. Hispano? Was ist? Und schon wieder googeln. Also Spanier, Hispano. Black. Schwarz. Bin ein Schwarzer. Japaner. Japanisch. Herkunft und Ethnie sind was völlig Verschiedenes. Schön, eine Reise mit vielen prachtvollen Eindrücken. Schwarzer Japaner. Hauptfarbe Schwarz. Siehst du, das war doch nicht schwer. Da du dich jetzt selbst einordnen kannst, kannst du besser Leute bestrafen, die andere nicht korrekt einordnen. Gut, dass ich jetzt mehr über dich weiß. Jetzt gehen ein paar Ärsche aufreißen. Wirklich? Ja, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Noch eine Runde? Klar, wie du meinst. Oh nee, wenn wir schon hatten, dann brauchen wir das nicht. Aber. Kräfte. Oh, Alter. Ich mein, jawohl, eigentlich sollte das voll Damage machen.
viel macht der Blaster? 93. Eisgefängnis oder Sandfalle? Nehmen wir Eisgefängnis. So. Achtung, Kuhn-Freunde! Wir haben alle Infos und sind für die nächste Mission bereit. Alle sofort ins Kuhn-Versteck. Kuhn-Ende! Okay. Wo will mein Typ hin? Shitty Walk. Ich bin der schnellste in der Stadt. Ah. Recht schaffen. Vroom. Bitte schön. Dankeschön. Hol Scrambles. Schnell. Na endlich, da bist du ja. Setz dich, Arschlord. Okay, Leute. Classy hat Arschlord verraten, dass unsere nächste Spur zum U-Storit führt. Wir müssen dort heute Nacht einsteigen. Das ist unmöglich. Warum denn, Mosquito? Weil der Eingang vom U-Storit komplett aus Lava besteht. Der ganze scheiß Eingang ist Lava? Fuck. Es muss einen Weg vorbeigeben. Gibt es auch. Toolshed. Toolshed? Was hat der Eselficker damit zu tun? Toolshed hat auch ein Gerät zum Lava beseitigen. Das ist eine seiner Superkräfte. Hey, und Toolshed hat gesagt, er schuldet Wunderarschen Gefallen. Oh. Hm. Dann bist du wohl schon wieder nützlich, Arschlord. Super Greg, schreib eine anonyme Mail an Toolshed. Schreib, der Neue möchte seinen Gefallen einfordern. Alle anderen gehen nach Hause ins Bett. Wir treffen uns heute Nacht an U-Storit. Alle ab ins Bett! Macht einen Satz für die Kuhfreunde. Geh nach Hause, Arschlord. Wenn alles nach Plan läuft, trifft sich Toolshed später mit dir. Sei vorsichtig. Er ist ein verlogener, dreckiger Dreckskerl. Wird gemacht. Warum hast du dem Schuldirektor gesagt, welcher Rasse wir angehören? Das habe ich nicht. Das war unser Kind. Aber du hast es bestätigt, dass der Direktor angerufen hat. Jetzt kann jeden Moment alles auffliegen. Unser Kind ist verwirrt. Kapierst du es nicht? Erst fragt es den Vertrauenslehrer nach sexuellen Orientierungen und dann den Direktor nach Ethnien. Die Verwirrung war gewollt. Je näher unser Kind der Wahrheit kommt, desto gefährlicher wird es für uns alle, du blöde Fotze. Hey, sieh mal, wer da ist. Warst du draußen spielen, Schatz? Dein Essen steht auf dem Tisch und dann ab ins Bett. Du hast morgen Schule. Ja, du hast morgen Schule. Ja. Ja. Wehe, du falsch dir. Was auch immer da drin ist, es macht dich komplett irre. Irre? Welche Irre verrät an allen, wer unser Kind ist, nachdem wir endlich untergetaucht waren? Aber du darfst dich besaufen, hä? Gott, was ist dein Scheißproblem? Ah. Hey, hör mal, Schatz. Wir haben nie drüber geredet, aber deine Mutter und ich sind sehr stolze Japaner. Jetzt schlaf gut. Ja.
Die Nacht legt sich über die Stadt wie ein fetter Scheißhaufen. Der Gestank von Gier, Korruption und Verbrechen füllt die Straßen und macht sie unsicher. Und nur ein Team wird mit Scheißhaufen fertig. Coon and Friends. Hashtag Scheißhaufen mit Perls. Easy. What? What? Wie viele Schlösser gibt's? Nicht mit